Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zum allerletzten Video im Jahre 2020. Ja, bei dem letzten großen Weihnachtsstream habe ich ja angekündigt, dass es noch einen Abschlussstream geben wird im Jahre 2020. Nun ja, wie soll ich sagen, da das ja eh schon so beschissen lief. Ja, muss es natürlich auch am Ende nochmal richtig scheiße laufen, denn leider musste der Stream ausfallen. Der Grund war ganz einfach. Ich war am 25. bei meinen Eltern gewesen, im Elternhaus, und habe dort tagelang übernachtet. Da meine Eltern zu meiner Schwester auch gefahren sind, in der Nähe von Stade. Und ja, sie waren halt zu Besuch gewesen und dann kam halt, ja, dann kam es halt so, dass sie halt 1, 2 Tage länger bleiben. Ne? Und dadurch ist es halt nicht mehr möglich gewesen, jetzt hier noch einen Abschlussstream zu machen. Denn ich bin jetzt hier gerade wieder zu Hause, es ist der 30. Dezember und wir haben es gerade um 22:47 Uhr in dieser Zeit, wo ich ja gerade aufnehme. Und da hätte nicht mal ein Abschlussstream gereicht, weil ich jetzt nur für ein paar Stunden zu Hause bin, gehe quasi nachher pennen und stehe wieder auf und gehe zu meinen Eltern und feiere da ein bisschen Silvester, ne? Und von daher ist es leider nicht machbar, einen Abschlussstream zu machen. Wie leid es mir wirklich tut, ich kann es leider nicht ändern, aber es geht nicht anders. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, machen wir einfach jetzt schon einen spontanen Abschlussstream, dann wäre es auch kacke, weil jeden Stream, den ich mache, der ist ja geplant. Also ich bereite mich ja vor. Und ohne Vorbereitung kann es manchmal schon in die Hose gehen und das wäre dann halt nicht so toll, ja, weil man vielleicht nicht gerade die passenden Szenarien hat oder die passenden Fahrten für Busse und hast nicht gesehen. Deswegen ist es halt ein bisschen blöd, dass das Ganze so, ja, entstanden ist. Ja. Aber deswegen gibt es aber wenigstens noch in diesem Jahr das allerletzte Video. Zwar diesmal in diesem Jahr anders, denn sonst war ja immer so gewesen, dass wie im letzten Jahr ein Silvester-Special kommt in Omsi. Vor ein paar Jahren gab es noch Ersatzprogramm für Florian Kahle, da sein PC kaputt war. Der Jahresrückblick, beste Maps, beste Busse. Vor 3 Jahren gab es noch ein Best-of, aber das mit dem Best-of ist ja auch eingestellt worden von mir selber, weil es einfach viel zu viel Arbeit war. Und manchmal hat dann auch YouTube rumgezickt und hat die Videodatei, die ich dann runtergeladen habe und neu hochgeladen hatte, als komplettes Video nochmal weiter die Qualität gesenkt. Das war dann auch Kacke. Ja, also das ja, ist halt Kacke. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe es ja auch angekündigt, dass der Stream ausfällt. Und ja, man kann es halt nicht ändern. So, dann noch eine ganz wichtige Info. Es gibt natürlich auch einen neuen Stream. Der wird am 1.1. sein, am Abend. Also nicht so wie jetzt hier am Jahresanfang 2020. Ja, also wir wollen es nicht nochmal wiederholen lassen, weil das war schon schlimm genug damals. Aber dazu gleich. Für diejenigen, die jetzt nur ein bestimmtes Thema wollen, jetzt gibt es ein wunderschönes Programm von mir. Und zwar könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gehen oder ihr guckt hier einfach im Video, wo ihr seht, wie lange das Video geht, die Leiste nach, welches Thema ihr hören wollt. Wenn ich es hingekriegt habe. Ne? Weil ich habe hier nämlich einen Zettel mit einigen Themen, die ich heute ansprechen werde. Und es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen, da könnte ich wetten, der nur ein bestimmtes Teil hören will. Und den bitte ich an, dass er einfach der Robber skippen kann und dann läuft der Laden. Weil ich wette, wenn ich jetzt hier labere, geht das Video locker 1 Stunde. Das könnte ich wetten. Auf jeden Fall für diejenigen, die vorskippen, ich wünsche euch viel Spaß und ein gesundes neues Jahr, beziehungsweise noch einen guten Rutsch, falls ihr das Video noch im Jahre 2019 angucken solltet. Und ich sollte auch mal Telegram schließen. Dankeschön. So. Ja. 2020. Was war das nur für ein Scheißjahr? Wirklich Scheißjahr. Ja, also, ihr seht auch schon Stinkefinger von mir.
2020 ist nun vorüber. Und es war ein Kackjahr. Also es war wirklich einer der schlimmsten Jahre überhaupt. Ja, also beschissener kann es ja nicht sein. Also ja, also so ein Jahr möchte man einfach nicht nochmal haben. Wobei man wirklich hoffen tut, dass es jetzt 2021 noch etwas besser wird. Wenn es auch nur 5% besser ist, ne? Aber wie gesagt, man hofft es wirklich, dass das Jahr 2021 ein bisschen besser wird. Weil es kam ja alles dazu, was einfach nur scheiße lief. Es fing ja schon damals im Jahre 2020 an. Und zwar am 01.01.2020. Gegen nachts 1 Uhr im Neujahrsstream, wo ich ein bisschen angetrunken war. Für diejenigen, die jetzt nach dem Stream suchen, diesen Stream gibt's nicht, der ist gelöscht, weil ja viele tolle Musik abgespielt worden ist von mir. Und da haben wir einfach die Sau rausgelassen. Aber am Anfang des Streams kamen viele schockierende Nachrichten im YouTube-Chat rein. Was für mich auch sehr schockierend war, denn es war der Tag, ja, da hieß es eigentlich schon, okay, das Jahr 2020 ist ein Scheißjahr. Das war schon damals die Vorwarnung gewesen, denn im Neustream kam raus, dass Richie LP seinen Kanal gelöscht hat. Er war weg. Er war wie vom Erdboden verschwunden. Keiner wusste wohin. Sein Kanal war gelöscht. Die Mitgliedschaft war natürlich automatisch gekündigt gewesen. Und es war einfach wirklich ein Schock. Für diejenigen, ich kann es gerne nochmal einblenden, seine besten paar Zwangsen. Ja, ich hatte damals ja noch ein 28-minütiges Video gemacht, wo er halt schöne Zwangsen bekommen hat. Und dann habe ich noch ein paar Worte gesagt. Und wenn ihr wollt, kann ich das mal kurz zeigen. Und ich fahre sehr gerne in England und da werden wir auch noch mal eine Runde drehen. Was? Zwangsbremsung? Willst du mich verarschen oder was? Zwangsbremsung. Hä? Warum das denn? Hunderte Einschränkungen? Zwangsbremsung oder was? Zwangsbremsung. Ich muss doch keine hunderte Einschränkungen bestätigen. Zwangsbremsung. Was? Zwangsbremsung. Schnauze! Na, da gucken wir uns das aber nochmal an hier. Mist! Oh, Mann, dieser Auren. Oh, nein! Ich hab mir solche Mühe gegeben. Und immer diese blöden Außenansicht. Mensch, Richie, aufpassen! Ah, nein, ich hab da eben noch dran gedacht. Nö. Böser Richie, ganz böser Richie. Oh. Ich hab Graffiti drauf gemacht da. Jetzt hab ich eine Zwangse. Wollen wir wetten? Ja, jetzt hab ich eine Zwangse. Jetzt könnt ihr euch freuen. Ja, wunderbar. Die erste Zwangse ist da, meine Freunde. Ich weiß zwar nicht warum, aber egal. Da habt ihr sie. Bitteschön. Die erste Zwangse. Ach, ich war wahrscheinlich noch hier in der 40er-Überwachung. Na wunderbar. Na wunderprächtig. Die vierte Zwangse. Na wunderbar. Das ist doch hervorragend. Zack. Oh. Richie, was machst du denn schon wieder? Da ist ein alter Nightjet hier oder Railjet, der lacht sich tot. Ja, der gute Richie LP, so wie er damals noch hieß. Ja, das war auf jeden Fall eine schockierende Meldung gewesen zum Neujahrsstream. Und man konnte es ehrlich gesagt auch gar nicht glauben, aber es war wirklich so. Und das Gute ist, er ist wieder da, Gott sei Dank. Ja, nach ein paar Monaten kam er wieder zum Glück zurück
unter einem neuen Namen namens Lord Zwangse. Ich finde es gut, dass er wieder da ist. Ja. Das Einzige, was momentan ein bisschen traurig ist, dass er, naja, wie soll ich sagen, nicht mehr so viele Zwangsen bekommt wie früher. Mittlerweile bin ich eher am Abkacken, um es mal ganz und klar zu sagen, denn Ritchie hat sich wirklich verbessert, ich habe mich wirklich verschlechtert, weil die Zwangsen, die ich momentan kassiert habe, sind eigentlich nicht normal. Und ich hoffe, dass wir im Jahr 2021 nicht mehr so viele Zwangsen kriegen. Also Hut ab und Glückwunsch, lieber Lord Zwangse, dass du mittlerweile nicht mehr so viele Zwangsen bekommst und immer besser wirst. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Und ja, wie gesagt, zum Glück ist er wieder da. Und ja, finde ich sympathisch. So. Gut, kommen wir nun zum Thema. Allgemein das Jahr 2020. Was war das für ein Scheißjahr? Es gab öfters mal Livestream. Natürlich gab es auch schöne Momente. Ja, wirklich schöne Momente. Unter anderem gab es ja auch zweimal Unboxing-Streams. Ein langer Stream mit Unboxing und ein kurzer Stream, wo nur Unboxing war. Und zwar ein Unboxing-Stream eines Paketes, was ich noch nie bekommen hatte. Und das Paket kam aus, ja, aus der wunderschönen Stadt Berlin, die mittlerweile keinen Flughafen mehr hat. Ehrlich gesagt traurig, aber kann es nicht ändern. Und zwar von der lieben Yvonne und dem lieben Knolli. Denn die haben mir damals insgesamt 2 Pakete geschickt. Hashtag eigentlich sind es 3, aber das war damals Polana Spezi. Grüße gehen raus. Ja, auf jeden Fall haben sie mir 2 Pakete damals geschickt, die habe ich dann auch im Stream gezeigt. Das war einmal so ein Naschi-Naschi, wie Udo immer sagt, oder Wilke, Paket mit schönen Süßigkeiten und Polana Spezi. Und da war noch Leckerli für die Katzen drin. Es war schön, also das war wirklich ein wunderschönes Geschenk, ich war da sehr glücklich gewesen, also da nochmal ein großes, großes Dankeschön, weil sowas hatte ich wirklich noch nie bekommen. Und das zweite Paket war einfach auch unfassbar, ne? Im zweiten Paket gab es nämlich die Train OMSI TV Tasse und es gab die Train OMSI TV Mütze, die ich heute immer noch und werde sie auch immer in den nächsten Jahren tragen im Livestream, weil das einfach eine Hammermütze ist. Und da möchte ich mich bei den beiden nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für die Pakete und für dieses hammergeile Geschenk mit der Tasse, mit der Mütze. Also, da muss ich wirklich sagen, 1000-mal Dankeschön. Ja, also wirklich 1000-mal Dankeschön, weil das ist wirklich ein hammergeiles Geschenk, was ihr mir damals gemacht habt. Und wie gesagt, ich finde die Mütze hammergeil und viel besser als die unge Mütze, die ich damals hatte. Ja, damals gab es dann auch öfters mal Fragen, auch im Stream, weil ich ja mit Facecam angefangen hatte im Dezember. Das war ja im letzten Weihnachtsstream im letzten Jahr. Und da kamen auch immer viele Fragen, ja, warum guckst du immer nach hinten? Ich habe ja immer im Stream nach hinten geguckt. Mittlerweile ist es gar nicht mehr. Die Antwort ist einfach. Ich habe immer nach hinten geguckt, da entweder eine Katze am Rumalbern ist und ich Angst hatte, dass sie irgendwelche Scheiße baut, weil eine Katze hätte schon mal im Stream mein Bildschirm einfach mal fast umgeschmissen. Die Facecam war zum Glück dort nicht an. Das war richtig unsympathisch und es gab auch noch einen anderen Grund. Manchmal kam, also mein Zimmer war halt ein Kellerzimmer gewesen und neben meinem Kellerzimmer war noch ein Kühlschrank. Und wir hatten einen Bewegungsmelder im Flur quasi, im Kellerflur da. Und wenn das Ding angeht, habe ich öfters mal nach hinten geguckt, um auch abzusichern, dass mein Vater nicht runterkommt. Ja, weil ich wollte nicht, dass sie einfach in Stream zu sehen sind. Ne?
Deswegen habe ich da ein bisschen aufgepasst. Und, ne? Aber wie gesagt, hauptsächlich meistens umgedreht war es auch wegen der Katzen gewesen, weil die auch wirklich viel Scheiße gebaut hatten. Und ja, einige werden sich bestimmt noch dran erinnern. Ja. Ja, wie ging es denn so weiter mit der wunderschönen Zeit auf YouTube? Ja, es kam öfters mal ein Livestream, wo dann auch der Lockdown war, gab es auch öfters frühs ein Livestream. Und dann kam irgendwann gar nichts mehr, ne? Kein Video, kein Stream. Das Ganze hat ja leider eine Ursache gehabt. Und zwar bin ich leider blöde krank geworden. Und es war nicht möglich, irgendwas aufzunehmen oder zu streamen, weil ich öfters mal irgendwo hin musste. Und das war richtig unsympathisch. Und nach gute ein, zwei Monaten, waren es fast 2 Monaten? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube schon, kam dann auch das Ergebnis, woran es lag, ne? Also das Ergebnis nach dem Finger im Po in Mexiko. Das war auch ein beschissenes Highlight in meinem ganzen Leben, beziehungsweise in diesem Jahr. Ja, ich hatte eine blöde Entzündung gehabt. Und durfte dann, hab dann so ein Pulver bekommen, durfte dann 1-2 Wochen nur noch Suppe essen, musste öfter dieses Pulver schlucken da, damit das Ganze sich bessert. Und glaubt mir, Finger im Po nach Mexiko, ihr glaubt, ihr wollt es gar nicht, ihr wollt es überhaupt nicht, ne? Also das ist wirklich das Schlimmste überhaupt und das will ich echt nicht nochmal erleben. Aber das war echt grauenvoll. Es war wirklich grauenvoll und wenn du noch diese blöde Maske drum hast, der Kreislauf ging, dein Kreislauf ist quasi im Arsch gewesen. Aber gut, egal. Anderes Thema. Ja. Wo er dann auch endlich rauskam, was ich habe, war auch eigentlich mein Umzug gewesen. Aber da ich ja noch nicht so ganz topfit war, musste auch noch mein Umzug verschoben werden um 1 Woche waren es ungefähr. Oder über 1 Woche. Da gab es dann weiter Verzögerungen, es kam kein Video, es kam kein Livestream, es war still auf diesem Kanal. Das ging weiter bis in den späten Sommer rein und es kam halt gar nichts. Und das Ding war einfach gewesen, nachdem auch endlich der Umzug war, gab es noch allgemein ein paar kleine Probleme, überhaupt hier das Ganze auf YouTube zu starten mit Livestream oder Videos. Und zwar den Raum, wo ich hier gerade bin, das ist mein eigener Computerraum, das ist wirklich ein riesengroßer Raum. Hinter mir ist der Kleiderschrank, ich habe keine Heizung mehr, die man haben kann, ich habe nur noch die Standardheizung. Und das Problem war gewesen, ich hatte einen sehr lauten Hall-Effekt. Aber wirklich so einen extrem lauten Hall-Effekt, da dachte man auf Discord, ich sei auf Toilette. Es ist für YouTube nicht machbar, sag ich ganz ehrlich, weil es hat sowas von Gehalt, das ging gar nicht. Da musste erstmal was getan werden. Also habe ich mir Schalldämmung gekauft. Habe dann mein Zimmer voll gemacht mit Schalldämmung. Mein Vater sagt momentan, wenn er mein Zimmer sieht, ach, hier ist also dein Studio. Ja, sympathisch, ne? Weil halt wirklich alles abgedeckt ist mit Schalldämmung. Zwar nur eine Seite, aber das reicht dafür, YouTube. Und ich werde auch in Zukunft noch eine weitere Seite mit Schalldämmung anbringen, weil man hört ab und zu noch ein kleines Hall-Effekt. So einen kleinen Hall-Effekt hört man schon. Aber ich habe allgemein Bock, noch eine Seite mit Schalldämmung drauf zu ballern, damit das noch ein bisschen sympathischer aussieht. Ne? Und dann, damit ihr dann zum Beispiel auch nicht mal so einen Hall-Effekt überhaupt noch abbekommt. Auf jeden Fall. Das war auch ein Grund, warum es mit YouTube erst noch nicht so ganz weiter ging. Es ging ja so richtig weiter mit dem 9-jährigen Geburtstag. Das war dann zugleich auch der 6000 Abonnenten-Special, den wir in diesem Jahr veranstaltet hatten. Es war einfach unglaublich gewesen. Es war auch der letzte 24-Stunden-Stream, den ich gemacht habe, der im Endeffekt am Ende sogar 25 Stunden ging, da wir technische Probleme hatten mit Fall Guys. Der Stream hat geruckelt und ich hatte da keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ja,
Es war Katastrophe. Und da fing das nächste Problem an. OBS fing an rumzumotzen. Beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass meine Grafikkarte momentan sich den Strick nimmt. Den Eindruck habe ich momentan. Weil öfters ist auch, weil es im Stream auch öfters mal lecken tut. Weil die Grafikkarte ist dauerhaft auf 100% meistens. Also ich kann wirklich, ich kann sogar die Grafik so weit runterstellen. Ich habe sogar für Streaming im Train Simulator schon extrem runtergestellt. Mittlerweile zeigt er mir meistens nur noch mit 100% Auslastung an die Grafikkarte. Das war früher nicht gewesen, wo die frisch neu eingeliefert worden ist. Also ich weiß auch nicht, was mit meiner Grafikkarte los ist. Natürlich der aktuelle Treiber drauf, ja. Aber momentan ist sie dauerhaft ziemlich schnell überfordert. Beziehungsweise mit 100% ausgelastet. Warum auch immer. Das hat natürlich auch den Nachteil, warum es im Stream ab und zu mal lecken tut. Es tut mir wirklich leid. Ich würde das so gern verhindern können, aber kannst du nichts machen. Einzige Lösung wäre, die neueste Grafikkarte zu kaufen. Ja, sind da nur 800 Euro oder 900 Euro, keine Ahnung, wie teuer die neueste Grafikkarte ist, um das Problem zu lösen, aber das dauert halt seine Zeit und ich werde es definitiv dann noch, wenn alles klappt, noch in diesem Jahr das Ganze aufrüsten. Weil ich möchte gerne, dass ihr einen flüssigen Stream habt und keinen Ruckelstream. So, ja, dann kommen wir nun zur Gesamtauswertung allgemein auf meinen Kanal. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in den Videos gemacht. Bei einem Best-of habe ich am Ende immer meine Kanalstatistik gezeigt, wie mein Kanal sich so gemacht hat im Jahr 2020. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der ersten Statistik an. So, pardon. Ich musste mich kurz muten. Also, Statistik Nummer 1. Und zwar die Aufrufezahl. Das Schöne bei YouTube ist, es gibt halt Kanalanalysen. Dann kannst du das ganze Jahr einstellen. Und dann kannst du quasi am Ende des Jahres eine Auswertung machen, wie hast du dich denn so getan in diesem Jahr. Das ist natürlich eine Statistik, die ist jetzt hier nur bis zum 29., weil der 30. zählt jetzt nicht mit, beziehungsweise doch, der 30. zählt schon mit, aber nicht der 31., weil ist halt so, ne? Beziehungsweise zählt jetzt nur bis zum 29., ist halt YouTube. Auf jeden Fall haben wir in diesem Jahr 490.535 Aufrufezahlen gemacht. Wiedergabezeit liegt bei 37.598,9. Und wir haben in diesem Jahr insgesamt 958 Abonnenten bekommen. Also wir haben fast 1.000 Abonnenten innerhalb von einem Jahr bekommen. Vielen herzlichen Dank dafür auf jeden Fall. Müsste, glaube ich, ein neuer Rekord sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein großes Dankeschön an euch allen da draußen und ihr seid einfach die Besten, muss man wirklich sagen. Ne? Also großes Dankeschön. Ja, geschätzter Umsatz, da steht sympathisch. Ihr wisst, wie YouTube ist, man darf seinen Umsatz nicht auf YouTube zeigen, weil sonst zeigt sich YouTube, wo der Weg langläuft. Natürlich ist es immer so bei YouTube, dass da irgendeine Zahl steht, aber bekommst du es am Endeffekt meistens auch nicht, weil da bekommst du meistens nur das Minimale dafür. Ja, das ist halt für YouTube gerade, ich sag mal so, die Summe, die da draufstehen würde, wäre eher eine Summe, die YouTube von mir bekommen hätte und hat und so ein Gedöns. Ja, also das sind meistens so eine Zahlen, die sind meistens überdimensional und ja, dadurch kommen jetzt andere Leute immer wieder drauf, ey, ja, mit YouTube kann ich mein eigenes Leben machen, ich brauche nicht mehr arbeiten, ich mache nur noch YouTube, ich verdiene mein Geld nur noch mit YouTube. Ja, das ist Schwachsinn. Also wer das denkt, wer wirklich denkt, er könnte mit YouTube richtig Geld verdienen und quasi YouTube als seine Arbeit nehmen, und meint, er verdient am Ende des Monats so viel, dass es ausreicht, das ist Schwachsinn, ja. Das war damals so gewesen, ja.
Aber das sind die größten YouTuber, die was erreicht haben. Heutzutage hast du keine Chance. Und wenn das damals war, dann musste man sich schon ziemlich anstrengen. Aber auf jeden Fall, mit YouTube kannst du keine eigene Existenz aufbauen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich brauche nicht mehr arbeiten, ich mache nur noch YouTube, ich verdiene da das ganze Geld. Das ist nicht so. Also was du an YouTube verdienst, ist wirklich minimal. So, kommen wir nun zur nächsten Statistik. Und es ist die hier. In der Wiedergabezeit in Stunden, die beträgt bei 37.598,9. Das sind 22% mehr. In Sachen Interaktionen, durchschnittliches Wiedergabedauer liegt bei 4 Minuten 35, 20% gestiegen. Finde ich sympathisch, ja. Viele können mit diesen Werten gerade nichts anfangen, ich auch nicht. Ich fand es halt sympathisch, wollte einfach mal die Interaktion reinbringen. Und da sieht man auch beim letzten Stream, zumindest beim Weihnachtsstream, dass die Interaktion da schon ordentlich gestiegen war. Zumal die Interaktion beim 25-Stunden-Stream auch gewaltig oben war. Aber das lag, glaube ich, auch dadurch, weil auch der 25-Stunden-Stream war. Auf jeden Fall das zur Statistik. Ja, kommen wir nun zur nächsten Statistik. Und das ist die hier. Und zwar die Statistik, wann meine Zuschauer aktiv sind. Ja, das ist eine, ich sag mal so, sympathische Tabelle. Je dunkler die Farbe wird, desto aktiver ist die Community. Sind die ganzen Menschen. Ja, das ist allerdings ein Wert aus den letzten 28 Tagen. Kann man nicht viel rausfinden. Ich weiß nicht, warum er da nicht das ganze Jahr angezeigt hat, aber das ist auch nicht so schlimm. Aber die meiste Aktivität liegt in der Woche, also wo wirklich Aktivität ist, so gegen 17 Uhr rum. Am Wochenende sogar auch, ja, sagen wir mal 16 Uhr und am Sonntag ja 13 Uhr. Das ist halt eine Statistik, wann meine Abonnenten quasi so richtig aktiv sind auf YouTube, um da eine dementsprechende Zeit rauszufinden, wann könnte ich jetzt ein neues Video veröffentlichen, dass derjenige es sofort als Benachrichtigung mitbekommt oder gleich sofort sieht und hast es nicht gesehen. Ja. Aber ich bin ganz ehrlich, ich richte mich nicht danach, weil das sind wirklich Angaben ohne Gewähr und ja, wer weiß, was er da alles zählt. Von daher orientiere ich mich jetzt nicht darauf. Was mir aber sehr gut gefällt, ist die Abonnentenbenachrichtigung per Glocke. Da haben wir eine Einblendung, wie viel meine Abonnenten denn insgesamt die Glocke aktiviert haben. Abonnenten, die alle Benachrichtigungen für den Kanal aktiviert haben, typisch auf YouTube 10-30%. Bei mir sind es 35,4%. Da sind wir sogar drüber, über den typischen Wert. Das finde ich sehr schön. Das sind insgesamt 2264 Leute. Ja, wie gesagt, also wenn ihr wirklich nichts verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Es tut euch nur gut, dann verpasst ihr auch wirklich kein Video mehr. Ja, dann haben wir noch die andere Option, Abonnenten, die alle Benachrichtigungen für deinen Kanal. Ah, man sollte auch ein bisschen blöder denken. Ich bin echt blöd, ne? Für den Kanal aktiviert haben, für deinen Kanal und YouTube-Benachrichtigungen aktiviert haben. Ach, egal. Der liegt bei 16,9%, typischer Wert auf YouTube 5-20%. Ja, ist doch auch sympathisch, ne? Also es ist auf jeden Fall eine schöne Übersicht, um zu sehen, wie viel wirklich die Glocke aktiviert haben. Und wie gesagt, wenn ihr die Glocke noch nicht aktiviert habt, aktiviert sie, denn es lohnt sich, um nichts mehr zu verpassen. So, kommen wir zur nächsten Statistik und das ist die Statistik, in Sachen Videoaufrufe. Wie viel Prozent der Leute gucken sich Videos an, die mich abonniert haben und die mich nicht abonniert haben? Nutzer ohne Abonnent liegt bei 55,8% in diesem Jahr und die Abonnenten liegt bei 44,2%. Könnte wahrscheinlich auch daran liegen, dass ich sehr oft nicht aktiv war. Und man kennt es, je länger man auf YouTube nicht aktiv ist,
desto schwieriger wird es wieder reinzukommen, denn YouTube verkackt es manchmal. Denn wenn du nach ein, zwei Monaten kein Video hochgeladen hast und du lädst mal wieder ein neues Video hoch, könnte es sein, dass das neueste Video wahrscheinlich nicht so richtig bei den Abonnenten ankommt. Da YouTube denkt, du bist tot. Das ist sympathisch, ne? Aber gut. Aber freut mich auf jeden Fall. Ja, dann haben wir natürlich Alter und Geschlecht. Weibliche Zuschauer liegt bei 5,3%. Ist, glaube ich, sogar gestiegen als im Vorjahr. Finde ich ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Und männlich natürlich liegt bei 94,7%. Ja, kommen wir nun zu den Altersklassen. 13 bis 17 Jahren liegt bei 9,5%. 18 bis 24 Jahren bei 41,1%. 25 bis 34 Jahren liegt bei 22%. 16% bis zu 44 Jahren. 9,7% bis zu 54 Jahren. 1% zwischen 55 bis 64 Jahren. Und 0,2% sogar bei 65 plus Jahren. Also älter als 65 oder 65 Jahren. Ja, die meiste Zuschauerzahl, also ja, der Alter liegt klar und deutlich bei zwischen 18 bis 24 Jahren. Finde ich ganz gut. Und es ist auch mal interessant, da auch mal so eine Statistik zu sehen, wie alt denn deine Zuschauer so sind und welche Altersgruppe man in diesem Jahr zu tun hatte. Ja, kommen wir nun zur nächsten Statistik. Das sind nämlich die Länderstatistik. Und zwar in Deutschland schauen sich insgesamt 71,4% Leute mich an, also meinen Kanal, schauen sie an. In Österreich liegt der Wert bei 2,4%, in der Schweiz 1,7%, in Frankreich 0,8%, bestimmt wegen dem Notenplan damals, und in Polen bei 0,7%. Es gibt natürlich auch noch weitere Werte, hätte ich auch mehr Anzeigen klicken können, aber das wäre Schwachsinn, weil brauchen wir nicht, weil das sind die Top-Länder und das reicht. Ne? Ja, das zu den Statistiken auf YouTube in diesem Jahr, obwohl ich wirklich sagen muss, dass das Ganze doch noch so gut ausgefallen ist. Ne? Also, dass wir doch eine Steigerung hatten, obwohl es in diesem Jahr nicht so viele Videos gab. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Auf jeden Fall, danke an euch da draußen für eure Unterstützung, für eure Abos, für eure Klicks, für eure Daumen nach oben, Daumen nach unten, für die Chat-Schreibereien. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. So, ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Schritt und zwar Top-Spender im Jahre 2020. Da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die mich in diesem Jahr unterstützt haben. Und ich zeige euch jetzt die Top 6 Spender im Jahr 2020. Und zwar sieht das wie folgt aus. Und zwar Ivy und Knolli Platz 1 mit 560 Euro. Quicksilver 280 Euro. Marcel 2311 77,05 €. Mayo Flickflack 50 Euro. Skyrim Gallery 32,60 € und Multiplayer Man 30 Euro. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Auf jeden Fall, ihr seid wirklich wahnsinnig. Also das muss man wirklich sagen, ihr seid wirklich wahnsinnig. Und es gibt drei Leute, die haben mich in diesem Monat so richtig wahnsinnig gemacht und die haben mich fertig gemacht. Ich muss wirklich sagen, die haben mich wirklich fertig gemacht. Denn erstens ist Yvonne und Knolli, man sieht es an dem Betrag, die haben mich so richtig weich gekocht, also die haben mich richtig fertig gemacht. In jedem Stream, fast wirklich in jedem Stream haben sie mich so richtig fertig gemacht. Ich war sprachlos gewesen, das ging gar nicht, ne? Also wenn sie wissen, wie sie mich fertig kriegen, dann mit sowas. Also das ist unfassbar. Und dann jetzt auch noch aktuell hier Quicksilver, der hat mich ja hier im Weihnachtsstream fertig gemacht. Das ist einfach unglaublich. Und auf jeden Fall tausend Dank. Ja, auch an die Top 6 Donator hier tausend Dank. Sind wirklich die Besten. Und ich liebe euch einfach. Und das ist einfach nur geil, was ihr gemacht habt. Also tausendmal Dankeschön. Obwohl es eigentlich verrückt ist bei solchen Summen, die man hier sieht, aber wirklich tausendmal Dankeschön. Das sind wirklich Ehrenmänner, Ehrenmenschen, Ehrenfrauen, alles Ehre. So wie auch ihr allen.
die in diesem Jahr gespendet haben, sowohl auch mich unterstützt haben in der Sache Mitgliedschaft. Ja, natürlich wird dem einen oder anderen auffallen, da fehlt ja jemand. Ja, und zwar steht ja, glaube ich, beim Nightbot drin, dass noch ein Linux, Windows Mac Hilfe drin steht mit Top Donation. Das liegt daran, Tippy Stream kann nur die letzten 365 Tage anzeigen. Er kann mir nicht anzeigen von den ganzen Jahren. Das ist eigentlich traurig, aber das ist leider so. Von daher wird es leider auch im nächsten Jahr so kommen. Das heißt, wenn wir das Jahr 2021 beschreiten, wird es auch so kommen, dass die ganzen Spenden weg sind. Ja, aber sie bleiben als Top-Donator in der Stream-Beschreibung drin, sowohl auch beim Nightbot. Die Summen werden einfach nachgetragen, damit das auch wirklich so drin bleibt. Ne? Also keine Sorge. Ja, dann kommen wir natürlich zu den Top-Donations überhaupt. Also nicht nur Top-Donations, sondern zu allen Donations im Jahre 2020. Denn insgesamt habe ich in diesem Jahr 145 Donations bekommen. Das sind 1.319,55 €. Es ist wirklich Wahnsinn. Dann das bei diesen Folgen mit diesen Abonnenten, 153 neue Abonnenten, wobei da ist, ein Fehler drin. Ich weiß nicht, warum er das so anzeigt und YouTube mir sagt was anderes. Also wir haben definitiv keine 153 neue Abonnenten bekommen in diesem Jahr. Das ist definitiv klar, weil wenn wir im späten Sommer 6.000 Abonnenten-Special gefeiert hatten, da hat man noch nicht mal, glaube ich, 6.100 erreicht. Also was das sein soll, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Dann 53 Sponsoren, großes Dankeschön und 17 Mal Superchat. Das sind 34,29 €. Ich muss aber anmerken, dass der Superchat im Jahr 2021 von der Bildfläche verschwindet auf meinem Kanal. Denn der Superchat wird deaktiviert. Beziehungsweise war auch schon seit einigen Tagen in den letzten Streams deaktiviert. Das Problem ist einfach daran, wenn man jetzt normal donatet, dann bekommt der Streamer auch die volle Summe. Natürlich werden meistens immer hier ein paar Gebühren da oder so abgezogen, ja, wenn man jetzt den Haken nicht reinmacht bei Tippy Stream, dass man die Gebühren mit übernimmt und hast du nicht gesehen. Aber der Streamer bekommt wirklich die volle 100% an Geld. Beim Superchat ist es anders. Ja, das ist wirklich anders, denn YouTube behält das meiste Geld, was du im Superchat bekommst, selber. Das ist vielen YouTubern schon aufgefallen. Es gibt auch Dutzende Videos dazu, wo erklärt wird, dass YouTube einiges an Kohle behält. Das heißt, wenn jetzt jemand dir 5 € im Superchat spendet oder 50 € oder 100 €, man wird am Ende sehen, nach ein paar Tagen, dass du von der vollen Summe nicht wirklich viel zurückbekommst, weil YouTube halt das Geld dann teilweise auch mit selber behalten tut. Deswegen habe ich bei mir den Superchat deaktiviert, damit sowas erst gar nicht passiert. Ja, der Doc Omsi hat mich damals aufmerksam gemacht. Ich hatte da auch schon Videos gesehen, wo es hieß, dass YouTube einiges mit abzieht und von daher habe ich das Ganze deaktiviert, weil Donations, die so reinkommen, kommen auch wirklich beim Streamer zu 100% an, ohne irgendwelchen Abzug, ja, wo dann YouTube was bekommt und Superchat ist deaktiviert, damit YouTube quasi keinen einzigen Cent extra bekommt. Weil ich persönlich finde das einfach kacke, dass YouTube dann einfach mal frech und dreist einfach mal ein paar Euros abzieht, weil das ist kacke, muss ich wirklich sagen. Und von daher gibt es bei mir keinen Superchat mehr, auch nicht diese Emojis, die Geld kosten, weil da behält auch YouTube auch ja Geld. Also quasi Superchat ist quasi was, wo YouTube noch sein extra Geld verdient, und zwar von euch,
wenn ihr den Superchat reinhaut. Das noch zur Info. Auf jeden Fall an allen Donations, an die dieses Jahr gespendet haben, ihr seid wirklich wahnsinnig. Also so viele Donations kamen im einen Jahr echt noch nie rein und ich kann mich einfach nur tausendmal bedanken für die Unterstützung. Und natürlich ist bei jeder Donation immer so, das habe ich auch öfters schon erwähnt, jede Donation ist jetzt nicht für mein Privatleben, damit ich was zu futtern habe oder sonst was. Keine Sorge, ich habe genug selber. Das Geld ist natürlich nur für Train Simulator Add-ons oder OMSI Add-ons oder halt später auch mal die Technik. Ja, für private Zwecke wird das Ganze nicht genutzt. Auf jeden Fall ein großes, großes Dankeschön. Ja, das zu diesem ganzen Statistikkram. Für diejenigen, die es mal interessiert haben, weil ich kenne Leute, die sind gerne scharf drauf und wollen mal gucken, wie ist denn die Statistik? Gucken wir doch mal rein und läuft. Ja, dann habe ich Thema 1 sogar abgeschlossen, beziehungsweise Thema 2 oder 3. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall doch etliche Themen. Und ich werde jetzt erstmal hier eine Dia-Show laden lassen. Und zwar jetzt. Das sind ein paar Bahnbilder. Leider ist es so gewesen, dass nicht alle Bahnbilder geladen werden, weil OBS sagt zwar, ich kann mir eine Dia-Show abspielen lassen, aber OBS sagt, nee, das ist nur begrenzt. Ja, finde ich ein bisschen schade. Ja, kommen wir nun zum nächsten Teil und zwar zu den Mitgliedern. Ja, wie gesagt, ihr könnt alles überspringen, ihr müsst nicht alles anschauen, es ist nur, ne? Also ihr müsst nicht. Ja, in diesem Jahr kam ja die neue VIP-Stufe 4 mit dazu, die auch wahnsinnig gut mit aufgenommen worden ist. Hätte ich nicht gedacht. Das freut mich natürlich und es freut mich natürlich auch, dass mich da so viele unterstützen. Aktuell haben wir insgesamt 27 Mitglieder. Auf jeden Fall ein großes, dickes Dankeschön an die ganzen Leute, die hier meinen Kanal monatlich bezahlen. Das ist auch wirklich unfassbar. Ja, das musst du erstmal vorstellen. Es gibt Leute, die bezahlen jeden Monat für meinen Kanal. Also das ist wirklich unfassbar und dafür gibt es nochmal einen extra Applaus für euch. Und auch allgemein an alle Donations, die reinkamen. Das ist für euch. Also großes, großes Dankeschön für die ganze Unterstützung. Ihr seid wirklich der Wahnsinn. Und in diesem Teil möchte ich mich wirklich bei jedem einzelnen Mitglied jetzt bedanken. Und zwar fangen wir an bei VIP Stufe 1. Da bin ich da. Mir fällt schon selber die Sprache weg. Ja, moin. Da möchte ich mich bedanken bei Paul, Hunold, Patrick Flughaupt, Omsi, Lotus und Co., Joel Funke, Omsi Lukas, Andreas Pitsch, Taurus 1016, Phasus ÖPNV, Charlie 1305, der Hobby ÖPNV, Markus on Tour, Berliner Currywurst, Andreas Kasper, Zug 2019, Mario Geier, Reto Neuenschwander und Patrick Kern. Bei den ganzen Leuten möchte ich mich ganz herzlich bedanken für eure VIP-Stufe Nummer 1. Vielen, vielen herzlichen Dank. Der Älteste, der hier in der VIP-Stufe 1 ist, den kann ich hier übrigens auch sehen. Der ist nämlich dabei mit unglaublichen 11 Monaten. Das ist der Patrick Kern. Also vielen herzlichen Dank auch bei dir für die lange Unterstützung. Und ihr seid einfach, wie gesagt, Wahnsinn. So, kommen wir nun zu VIP-Stufe Nummer 2. Da haben wir aktuell 2 Mitglieder drin. Und zwar den Huck Yannick und den David Metzenbauer. Und da auch nochmal ein großes, großes Dankeschön für die Unterstützung. Gibt es auch nochmal Applaus hier. Also wirklich der Wahnsinn. Dann geht's weiter. Seit unfassbaren 13 Monaten, also erst schon ein Jahr und ein Monat dabei. Und zwar Bus- und Bahnspotter Mönchengladbach. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung seit 13 Monaten auf VIP-Stufe 3. Also tausendmal Dankeschön. Einfach unglaublich. Ja. Also, muss man wirklich sagen, einfach Dankeschön.
Und dann kommen wir zur VIP-Stufe 4. Denn die wird auch die wird voller, ne? Weil VIP-Stufe 4 ist ja die höchste Stufe, es wird auch keine höhere Stufe geben. Aber bei der VIP-Stufe 4 ist es nun mal so, die kostet erstens 9,99 € pro Monat. Dafür gibt es aber auch monatlich ein Glücksrad, damit VIP-Stufe 4, damit derjenige überhaupt auch was gewinnen kann, noch extra als Dankeschön. Das biete ich halt noch an, weil 9,99 € ist wirklich eine hohe Summe und ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich hier viele Mitglieder haben. Und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken für diese krasse Unterstützung bei ÖPNV-Simulation, Tom Scooper, Jack Bronchetto, Quicksilver, Marcel 2311, Knolli und Yvonne. Also tausendmal Dankeschön. Und es ist einfach unglaublich. Und wie gesagt, ich kann mich da wirklich nur noch bedanken bei allen Mitgliedern, auch die hier in der Stufe 4 sind. Seid die Besten. Wirklich die Besten. Und dann haben wir hier auch noch einen alten Hasen, und zwar der Marcel 2311. Da sehe ich gerade, erst seit 13 Monaten bei mir Mitglied. Yvonne und Knolli seit 8 Monaten, nutzen seit 4 Monaten schon VIP-Stufe 4. Also wie gesagt, ein dickes, dickes Dankeschön an alle Mitgliedern. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr seid einfach nur hammergeil. Also da nochmal Applaus. Ja, kommen wir nun zum nächsten Thema. Und das Video ist fast eine Stunde lang. Das ist doch eigentlich immer so. Ach ja, noch eine kleine Info. Es gibt eine neue Smiley, eine Paulaner Spezi-Dose. Und das habe ich ja, wie gesagt, gepostet. In Zukunft werden natürlich auch weitere neue Emojis kommen auf diesen Kanal, das ist klar. Das Problem ist halt nur, es gibt halt eine Beschränkung. Das heißt, wenn ich eine gewisse Mitgliederanzahl habe, kann ich weitere Emojis freischalten. Das ist jetzt nicht so, wo ich die Freiheit habe und kann mir auch Emojis erstellen. Nee, das ist auf YouTube nämlich wirklich so, dass du erst ab einer bestimmten Mitgliederstufe weitere Emojis freischalten kannst. Sobald das nächste freischaltbar ist, wird es natürlich auch ein neues Emoji kommen, beziehungsweise Smiley für den Chat, und da werdet ihr nochmal extra informiert. Ja, dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich allgemein bedanken in diesem Jahr, denn ich habe auch viele neue Leute kennengelernt und das war wirklich wie immer ein wunderschönes Jahr. Ich habe viele Freunde kennengelernt, auch schon im letzten Jahr, im Jahr 2019. Ja, wie zum Beispiel der Felix, der Dennis, der Simulite, der Uschi, der Kevin, dann Tom Scooper kam noch dazu. Ja, seit letztes Jahr auch, ich glaube dieses Jahr oder letztes Jahr, nee, das war letztes Jahr, Tom Scooper, dann der Currywurst, dann der Knolli, dann die Yvonne, die kam ja auch letztes Jahr dazu, ja, der Doc Omsi, der Quicksilver, das sind wirklich alles Menschen, die ich über alles mag und ich kann mich einfach nur bedanken. Und dieses Jahr kamen noch weitere Menschen dazu, wie zum Beispiel, übrigens, wenn ich jetzt jemanden bei 2019 vergessen habe, es tut mir wirklich leid, das ist nicht mit Absicht, ne? Das ist wirklich nicht mit Absicht. In diesem Jahr kam ja noch das ÖPNV-Team dazu. Ja. Unter anderem der liebe Bio. Dann der liebe Phasus, der Hobby, dann noch ein Dennis, dann noch ein Daniel, ein Mensch kam auch noch dazu. Viele, viele neue Menschen kamen dazu und besonders auch ÖPNV hat es mir angetan. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn dort Leitsteinfahrt ist, ich komme mir vor, als wäre ich bei meiner Familie. Ja. Denn mittlerweile mache ich wirklich bei jeder Leitstellenfahrt mit, die ÖPNV-Simulation veranstaltet. Und das macht mir immer wieder Spaß. Und ich möchte mich einfach bei dem gesamten ÖPNV-Team bedanken, dass ich euch quasi richtig schön kennenlernen durfte im Jahr 2020.
Und allgemein möchte ich mich auch bedanken für die hammergeilen Leitstellenfahrten, die ihr veranstaltet habt. Natürlich möchte ich mich auch bei den anderen bedanken, wie zum Beispiel bei der Giga oder bei OVMD für die ganzen tollen Leitstellenfahrten. Aber wie gesagt, bei Bio und das gesamte ÖPNV-Team auch da nochmal ein großes Dankeschön für die wunderschönen Freitage. Und eins steht fest, auch in diesem Jahr, also im nächsten Jahr 2021, werde ich bei jeder Leitstellenfahrt mit dabei sein bei ÖPNV-Simulation. Ja, weil mir macht es richtig viel Freude und richtig viel Spaß. Ja, und ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr nach einer guten Leitstellenfahrt sucht im Leitstellensimulator, der gerade was veranstaltet, dann kann ich euch, wie gesagt, die OVMD empfehlen, die Giga empfehlen und ÖPNV-Simulation. Und das sind wirklich Leitstellenfahrten, die machen richtig Bock und kann ich wirklich nur empfehlen. Auf jeden Fall, wie gesagt, an das gesamte ÖPNV-Team vielen, vielen herzlichen Dank für diese wunderschönen Monate bzw. Wochen im Jahr 2020, denn es hat das Ganze etwas mehr versüßt bzw. sympathischer gemacht. Ja. Auf jeden Fall, Herzen gehen raus. Ja, und das war's eigentlich auch schon mit dem Danke sagen, mit den Statistiken und so weiter und so weiter. Denn nun kommen wir nur noch zur Zukunft in Sachen Kanal Trainomstv. Denn in Zukunft wird sich ja noch einiges ändern, denn es gibt nach wie vor hier diese wunderschönen Counter. Apropos Counter. In diesem Jahr wird im Neujahrsstream, also am 1.1., der Neujahrsstream, da wird erst der Counter übrigens zu Ende gehen von Jahr 2020, da ja der Abschlussstream ausfällt. Die Zwangsen, die wir beim Neujahrsstream bekommen insgesamt, werden dann in Euro umgerechnet und dann an die Foren gespendet. Das heißt, am Neujahrsstream wird live wirklich im Stream an OmsiWebDisk gespendet, vom Blitzer-Counter, am SimLife Radio gespendet, vom Blitzer-Counter und zwei weitere Forums. Ich habe bloß immer den anderen Forum-Namen vergessen mit auszusprechen, weil die so eine Ähnlichkeit haben. Das habe ich auch damals so angekündigt und ich werde das auch durchziehen. Und zwar die Zwangsenzahl, die wir ja aktuell traurigerweise erbracht haben, wird dann geteilt. Und die Summe, die dann geteilt worden ist, geht einmal ans Resim-Forum als Spende und einmal ans Raysimulator.net als Spende. Denn die halten sich ja auch meistens so über Wasser, um die ganzen Serverkosten zu bezahlen. Und das soll halt eine Art Dankeschön sein für diese tollen Foren, dass man dort Aufgaben runterladen kann, auch allgemein, dass es so eine tolle Community gibt, die auch einen weiterhilft und so weiter als Dankeschön. Weil ich habe damals auch öfters mal gespendet, meistens zu Weihnachten. Ein paar kleine Beträge an Resim Forum, Resimulator.net Forum. Und dieses Mal wollte ich das halt so machen, dass die Anzahl der Zwangsen dann, ja, dass es quasi dann die Zwangsenzahl ist, der dann als Betrag gespendet wird. Natürlich wird die Summe geteilt. Ja, und dann geht der eine Teil an Resim Forum, der andere Teil an Resimulator.net Forum. Habe ich damals auch angekündigt, beim ersten Train Simulator Stream war das in diesem Jahr, wo ich auch den Zwangsencounter erklärt hatte. Falls es jetzt so sein sollte und wir werden jetzt zum Superlokführer und wir haben jetzt am Jahresende im Jahr 2021 massiv wenig Zwangsen, dann werden wir das Ganze nochmal ein bisschen bearbeiten, dann wird die Summe halt nicht geteilt, aber in diesem Jahr habe ich, wie gesagt, wird die Summe geteilt, weil sonst wäre ich wirklich über 200 € los geworden. Und das wäre
Ja, das wäre wahrscheinlich nicht so sympathisch. Aber gut, auf jeden Fall, der Counter steht fest. Und der Counter wird auch im Jahr 2021 stattfinden. Das heißt, nach dem Neujahrsstream wird der Counter auf 0 zurückgesetzt und es geht dann wieder los. Und die Zahl der Zwangsen wird in der Kanalbeschreibung eingetragen, damit wir in der Zukunft, so ähnlich wie bei Zugbier, so einen Überblick haben, ob wir uns verschlechtert haben im Jahr oder verbessert haben. Ja, dann gibt es noch weitere Änderungen. Und zwar den Verbremser-Counter. Der bekommt nochmal ein Update. Denn das Ganze macht keinen Sinn mit dem Verbremser-Counter. Denn der Verbremser-Counter ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und zwar wird es im neuen Jahr so sein, dass der Verbremser-Counter zwar noch existiert, aber, er wird ein bisschen eingedämmt. Bei diesen ganzen Türen-Szenen, das macht einfach keinen Sinn manchmal. Und wir werden das, beziehungsweise ich werde das so bestehen lassen, wie es eigentlich am Anfang geplant war. Wenn ich mich einmal verbremst habe, dann zählt es als ein Verbremser und nicht, wie viele Türen nicht mehr am Bahnsteig sind. Weil dann kommen wir meistens mit den Aufgaben nicht weiter und dann müssen wir mal Türen zählen, das ist auch nicht so toll. Also wie gesagt, wenn ich mich einmal verbremse, wird die Zahl 1 eingetragen und dann gehen wir nicht mehr nach Türen zählen nach, weil wie gesagt, der Verbremser-Counter, das wäre eine Zahl, die würde zu hoch schlagen und irgendwann ist die Zahl so hoch, das sieht dann einfach unsympathisch aus. Und da kommt dann nochmal ein neues Logo dran, spätestens nach dem Neujahrsstream. Also wie gesagt, der Verbremser-Counter wird sich so umändern, dass quasi bei einem Verbremser auch wirklich nur eine 1 stehen wird als Verbremser. Falls ich wieder einen Bahnhof auslassen sollte, was wirklich zu selten passiert, dann wird natürlich das Doppelte draufgesetzt. Natürlich wird auch der Counter auch wieder so sein, dass dass man nicht zum Beispiel nach 25 Verbremser vielleicht ein Steam-Giveaway bekommt, sondern nach 10 Verbremsern, ne, die halt zusammengezählt werden als ein Verbremser und nicht nach Türen zählen. Also wie gesagt, Verbremser-Counter bleibt drinne, aber nicht mehr dieses Türen zählen. Das ist halt ein bisschen blöd und jedes Mal nach einem Bahnhofsaufenthalt die Türen zählen zu müssen, das ist dann auch wieder kacke. Und ich denke mal, da sind eigentlich alle zufrieden damit. Und mal ganz im Ernst, wir wissen doch alle, wie ein Verbremser aussieht, oder? Hat man doch öfters gesehen. Manchmal wünscht man sich sogar, dass der Zug, der jetzt gerade reinfährt, in der Realität sich verbremsen tut, weil das dann eine einzigartige Aufnahme wäre. Aber wie gesagt, Verbremser ist Verbremser. Und Türen werden dann nicht mehr gezählt. Wir sehen, wie ein Verbremser dann aussieht und fertig. Ne? Das dazu. Natürlich wird auch im Jahr 2021 der Blitzer-Counter bestehen bleiben, sowie auch der Unfall-Counter. Wobei beim Unfall-Counter auch noch wichtig zu erwähnen ist, ein Unfall in OMSI gilt nur, wenn auch wirklich in der roten Schrift steht Unfall. Es ist Unfall. Ja, es muss schon richtig angezeigt werden, jetzt Unfall. Sollte der Fall sein und wir bekommen von dem BBS oder vom Leitstellensimulator die Meldung, dass es kein Unfall ist daran, dass ich nicht schuld bin, dann zählt es natürlich nicht als Unfall. Hat nämlich auch Bio so, denn was bringt mir das, wenn ich einen Unfall eintrage, obwohl ich nichts kann? Ja, kennt die KI? Manchmal fahren sie einfach in den Arsch rein, wo du stehst, oder einfach mal in eine Seite rein, wo du stehst. Du kannst halt nichts dafür. Und wenn dann die Meldung kommt, dann zählt es halt, wie gesagt, nicht als Unfall. Und das können wir gerne später nochmal klären, aber ich denke mal, dass es für alle so klar ist. Ja, die nächste Änderung für die Zukunft meines Kanals sind neue Regeln. Es wird sich in dieses Jahr beziehungsweise im Jahr 2021 auch einiges ändern an Regeln, beziehungsweise wird sich eine Regel ändern. Und zwar das Thema Gewinnspiele.
Die Gewinnspielteilnahme ist nach wie vor ab 14 Jahren geeignet, selbstverständlich, aber es gibt noch eine wichtige Änderung, denn für eine Teilnahme beim Gewinnspiel wird es so sein, dass das Spammen untersagt ist. Mich haben einige Moderatoren schon angeschrieben, mir hat Knolli auch schon diesen Vorschlag gemacht und diesen Vorschlag werde ich auch so umsetzen nach dem Neujahrsstream. Das heißt, nach dem Neujahrsstream werden die Regeln angepasst. Ja, auch nochmal beim Nightbot wird es extra eingetragen. Das heißt, wenn ein Steam-Giveaway stattfindet oder irgendein anderes Gewinnspiel, dann gilt es nicht mehr in den Chat zu spammen, sondern es gilt so wie bei ÖPNV. Sowas haben wir vor ein paar Monaten auch mal gemacht. Das heißt, ihr müsst einen bestimmten Befehl eintragen und wenn ihr diesen Befehl eingetragen habt, seid ihr automatisch beim Gewinnspiel dabei. Das Ding ist einfach, wenn wir einfach den Chat voll spammen würden, wie in der letzten Zeit auch immer gemacht worden ist. Es sieht zwar sehr sympathisch aus, aber das Problem ist, da gebe ich auch Knolli recht, wenn jetzt jemand kommt und der hat eine ernsthafte Frage, ich würde die Frage überlesen, weil der Chat einfach zu schnell fließen tut. Das ist halt dann blöd, ja. Weil ich lese, wie gesagt, immer alles aus dem Chat. Und wenn da jetzt zum Beispiel eine wichtige Frage ist oder ein wichtiges Ereignis, ich würde es nicht lesen, weil der Chat halt einfach rumfliegen tut. Ne? Weil ihr dann reinhaut mit den Tasten. Ja, wie gesagt, deswegen wird es nach dem Neujahrsstream nicht mehr die Möglichkeit geben, beim Gewinnspiel rumzuspammen. Das gleiche gilt auch, wenn man den Befehl eingetragen hat fürs Gewinnspiel. Leute, das müsst ihr wissen. Das ist wichtig. Erstens, ihr seht bei mir den Nightbot immer. Wenn ihr euren Namen nicht seht, dann müsst ihr 10 Sekunden warten. Ein wichtiger Tipp, denn jeder Stream, egal ob jetzt bei ÖPNV oder bei mir oder bei jemand anderen, hat immer eine Streamverzögerung. Das heißt, wenn ihr den Code reinschreibt, dann seht ihr das nicht sofort im Stream, dass euer Name da auftaucht. Das dauert ein bisschen, weil der Stream hat bei mir meistens eine Verzögerung von ungefähr 10 bis 12 Sekunden. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr es reinschreibt, seid ihr definitiv drin. Das kann ich euch versichern. Ja, das kann ich euch wirklich versichern. Denn es ist der Nightbot, der macht eigentlich nie Scheiße und es wird dann auch richtig alles eingestellt. Und ich frage ja immer zum Schluss auch nochmal nach, wer sich gerade nicht sieht im Nightbot. Der soll mich nochmal anschreiben und mich markieren. Deswegen auch der Spam, deswegen ist auch dieser Spam raus, damit man auch sofort die Nachricht sehen könnte. Aber wie gesagt, der Nightbot registriert euch sofort. Voraussetzung ist natürlich, ihr müsst natürlich auch den Namen richtig schreiben mit dem Hashtag. Das ist die Voraussetzung. Ob ihr das Ganze in Großschrift schreibt oder nur in Kleinschrift, das ist, glaube ich, für den Nightbot egal. Hauptsache, es ist richtig geschrieben. Ja. Also, wie gesagt, nach dem Neujahrsstream neue Regeln, kein Spam mehr. Bei ÖPNV-Simulation ist es ja so, dass du nach dem zweiten Mal nach der zweiten oder dritten Erwähnung sofort vom Gewinnspiel ausgeschlossen bist. So hart gehe ich noch nicht, aber wenn ihr häufig diesen Befehl reinschreiben tut, dann bekommt ihr entweder vom Nightbot oder einen von den Moderatoren oder von mir eine Verwarnung. Solltet ihr das Ganze ignorieren, seid ihr vom Gewinnspiel automatisch ausgeschlossen. Weil wie gesagt, das ist Spam. Und es reicht wirklich, wenn man es ein- oder zweimal in den Chat schreibt. Ja, zweimal ist erlaubt, ja. Drittens, würde man die Verwarnung kriegen, ja. Aber wie gesagt, zweimal ist erlaubt, falls man sich sicher gehen will. Wobei ist eigentlich sowieso sicher, dass der Name richtig geschrieben ist. Aber wie gesagt, nur, dass halt nicht mehr rumgespammt wird. Jetzt habe ich fast den Faden verloren hier. Unglaublich. Also, wie gesagt, kein Spam mehr.
Ein Befehl, eintragen, fertig. Nach 10 Sekunden taucht euer Name auf, wegen Streamverzögerung. Wenn ihr euch unsicher seid, schreibt noch einmal rein. Aber ihr seht, werdet eh euren Namen sehen. Und wenn ich dann am Ende frage, wer sich nicht sieht, der soll mich markieren. Dann macht ihr Add, schreibt TrainOmsiTV und dann gucke ich nach, ob ihr wirklich drinne steht. Ja, also keine Bange, jeder ist beim Gewinnspiel dabei. Gut, das zu den neuen Regeln. Beim Gewinner ist es natürlich nach wie vor dasselbe. Wahrscheinlich kommen da auch noch Änderungen, ich weiß es nicht. Ich biete jetzt öfters ja auch an, dass der Gewinner das Ganze auch über Discord bekommen könnte, in Echtzeit, statt mir einfach eine E-Mail zu schreiben. Ja, also wie gesagt, ihr könnt entscheiden, entweder schreibt ihr mich über Discord an oder ihr schreibt mir eine E-Mail. Für diejenigen, die diesen Weg gehen wollen mit Discord, müssen allerdings in der Stream-Beschreibung, steht es noch immer drin, meinen Discord-Server betreten und mich quasi anschreiben. Wahrscheinlich werde ich noch es auch so in etwa wie bei ÖPNV machen. Denkt mal, die sind mir nicht böse, dass ich da so ein extra Text-Channel oder so erstelle, was auch immer. Also kein Ticketsystem jetzt wie bei ÖPNV, aber halt so ein extra Channel für den Gewinner, dass er dann da in den Chat schreibt, ja, hey, ich bin der Gewinner von dem und dem Gewinnspiel, damit ich die Person direkt anschreiben kann. Ja, aber werden wir alles sehen. Ebenfalls wichtige Info ist, das ist ganz wichtig, das muss bei jedem Gewinner so sein, jeder, der gewinnt, der muss, wenn er mir eine E-Mail schreibt oder mich auf Discord anschreiben tut, der muss mir unbedingt schreiben, was er gewonnen hat. Ja? Weil manchmal ist es so, es kommen viele Gewinnspiele und dann kann es manchmal sein, ja, ja, weil ich hab öfters mal vom Gewinner eine E-Mail bekommen. Manchmal steht dann einfach gar nichts drin. Oder manchmal steht einfach nur drin, hallo, ich habe gewonnen. Also es wäre wirklich sehr sympathisch, wenn ihr vielleicht auch den Namen dazu schreiben könntet, also was ihr gewonnen habt, damit dann halt keine Verwirrung aufkommt, damit ich nicht einfach nachgucken muss, was hat er denn jetzt nochmal gewonnen. Ja? Auch ganz wichtig ist, wenn ich euch frage im Stream, ob ihr mich per Discord oder über E-Mail anschreiben wollt, wenn ihr sagt, ihr schreibt mich über Discord an, ihr wollt es über Discord machen, dann müsst ihr mir im Stream auch direkt schreiben, wie ihr auf Discord heißen tut. Das ist ganz wichtig, weil jeder hat einen anderen Namen auf Discord. Weil viele heißen nicht gleich so wie auf YouTube, ne? Weil viele haben einen anderen Namen auf Discord und wenn mich da jetzt, wenn jetzt zum Beispiel im YouTube-Chat ein Alfredo oder so gewonnen hat und der heißt auf Discord, keine Ahnung, Eisenbahnfan 50. Und dann kommt natürlich dann die Frage auf, was will denn jetzt Eisenbahn 50? Wer ist das denn? Kenne ich da gar nicht. Also wie gesagt, es ist wirklich hilfreich, wenn ihr mich über Discord dann kontaktieren wollt beim Gewinn, dann schreibt mich bitte dann schreibt ihr bitte in den Chat euren Discord-Namen rein. Das ist immer am besten. Und dann gibt es halt keine Verwirrung. Ne? Und ich denke mal, dass es für viele kein Problem sein sollte, seinen eigenen Discord-Namen im YouTube-Chat zu veröffentlichen, zu erwähnen, wie er da heißen tut. Und für wem es doch ein Problem sein sollte, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, der kann mich auch nach wie vor per E-Mail anschreiben. Aber wie gesagt, da bitte auch angeben, was man gewonnen hat. Und auch ganz wichtig ist, wie man auf YouTube heißen tut. Ne? Euren YouTube-Namen. Auch quasi als kleine Mitüberprüfung. Weil sonst kann mich jede Sau anschreiben und sagen, ich habe das gewonnen und fertig. Also wie gesagt, YouTube-Namen, was ihr gewonnen habt und dann läuft der Laden. So. Ja, das Thema neue Regeln war jetzt doch ein bisschen zu lange. Ihr kennt mich, ich bin ein Quasselkopf. Und da haben es die Hälfte der Leute schon innerhalb von 5 Minuten verstanden, was der Typ will. Er will erstens kein Spam und er will zweitens, dass die Leute, die mich über Discord benachrichtigen, ihren Discord-Namen rausrücken. Sympathisch. Ja, kommen wir noch zum nächsten Punkt in diesem Jahr.
im Jahr 2021 wird der Kanal 10 Jahre alt. Das wird auch eine fette Feier geben. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Was ich aber sagen kann, beim 10-jährigen Bestehen wird es allerdings keinen 24-Stunden-Stream geben. Aber wirklich keinen 24-Stunden-Stream geben. Das 10-jährige Jubiläum wird quasi in Teilen aufgeteilt. Das heißt, es gibt 12 Stunden, Beispiel 12 Stunden Omsi, 12 Stunden Transimulator, 12 Stunden Transim World, 12 Stunden Susi als Geburtstagsspecial, ne? Als Beispiel. Es gibt halt einen Mehrteiler. Das heißt, wir werden nicht hier 24 Stunden durchstreamen. Wir werden verschiedene Teile machen als Geburtstagsstream. Und zu jedem Teil gibt es dann auch dementsprechend was zu verlosen oder was zu feiern und hast es nicht gesehen, ne? Halt nur, damit du schon mal Bescheid wirst, dass es in diesem Jahr keinen 24-Stunden-Stream gibt. Aber auf jeden Fall wird es eine große, fette Party geben zum 10-jährigen Jubiläum. Da werde ich mir noch einiges ausdenken lassen. Ja, kommen wir nun zum nächsten Thema nach 1 Stunde und 11 Minuten. Und zwar betrifft es jetzt die VIP-Stufe 4. Grüße gehen definitiv raus. Nachdem ich was getrunken habe. So, gut, dass es die Pausentaste gibt bei OBS. Ja, in diesem Jahr wird sich auch VIP-Stufe 4 etwas ändern. Und zwar eigentlich zum Positiven, das ist eine kleine Zusatzfunktion, die ich anbiete für die VIP-Mitglieder, VIP-Mitglieder 4. Und zwar kennt man ja das wunderschöne Glücksrad. Kann man ja Beträge gewinnen im Wert bis zu 50 Euro, die bis heute noch nicht geknackt worden sind. Im jeden Monat findet ein Gewinnspiel live statt. Sei es im Train Simulator Stream oder in einem OMSI Stream. Es kommt drauf an, was gestreamt wird. Und das Glücksrad ist meistens immer mitten im Monat und wird natürlich meistens auch mit angekündigt. Bisher war immer so gewesen, dass das Ganze, ja, dass man halt Steam-Guthaben gewinnen konnte, ne, bis zu 50 Euro. Und im neuen Jahr, jetzt auch ab Januar, soll noch eine kleine Zusatzfunktion kommen. Und zwar der Gewinner, der ab Januar zum Beispiel beim ersten Glücksrad im Jahr 2021 was gewinnt an Kohle. Keine Ahnung, 10, 20, 25 Euro oder sogar 50 Euro, der bekommt, nachdem feststeht, was er gewonnen hat und wer gewonnen hat, der bekommt ab sofort im Jahr 2021 die Möglichkeit, selber zu entscheiden, was er haben will. Möchte er das Ganze als Steam-Guthaben haben oder möchte er das Ganze als Amazon-Guthaben haben? Denn es gibt ja dieses wunderschöne Amazon. Und da kann man ja auch sein Guthaben aufladen und hast du nicht gesehen. Und da biete ich an, dass die Gewinner quasi selber entscheiden können, ob sie den Betrag aufs Amazon-Konto haben wollen oder auf ihr Steam-Konto haben wollen. Diese neue Zusatzfunktion mit Amazon-Guthaben ist wirklich nur für VIP-Stufe 4. Auch allgemein, Glücksrad ist nur für VIP-Stufe 4. Und auch wichtig ist, sollte am den Abend, wo das Glücksspiel stattfindet, jemand Neues dazukommen an VIP-Stufe 4, der kann bei dem Glücksrad erst beim nächsten Mal mitmachen. Das habe ich auch damals so angekündigt. Sprich, wenn er noch an den Abend vor Streambeginn Mitglied wird, kann er mitmachen, aber wenn er während des Streams Mitglied wird, dann kann er nicht mitmachen. Da die Namen sowieso alle notiert sind und das wäre auch ein bisschen unfair, wenn jetzt auf einmal
Jemand kommt, jetzt das Glücksrad, macht sich schnell VIP4, um zu hoffen, dass er Geld gewinnt, haut dann wieder ab. Ne? Das wäre ein bisschen unsympathisch. Ja? Also das muss man wirklich sagen. Also wie gesagt, an alle VIP-Stufe 4-Mitglieder, nächste Glücksrad ist Mitte Januar. Und das wird dann auch vorher nochmal angekündigt. Und da ist dann, glaube ich, auch ein Train-Simulator für mich. Ich weiß es nicht, müssen wir mal gucken. Und der Gewinner hat dann die Chance, entweder zu entscheiden, möchte er das Ganze als Guthaben für seinen Steam-Account haben oder möchte er das Ganze als Amazon-Guthaben haben. Denn die Preise sind identisch. Von daher gibt es zum Glück keinen großen Unterschied. Also die Summe, die man bekommt, ist gleich. Nur, dass es entweder auf Amazon ist als Guthaben oder auf Steam. Ja, das eigentlich noch dazu. Zur Info. Ja, und dann kommen wir noch zur Stream-Ankündigung. Denn die findet nämlich am 1. Januar statt. Uhrzeit steht noch nicht ganz fest. Das werdet ihr ja sowieso noch im Laufe des Tages sehen, beziehungsweise heute Abend schon sehen, wenn es angekündigt ist. Und da werden wir dann das große Neujahrsstream machen. Wir werden am Anfang ein bisschen OMSI fahren und werden danach Train Simulator fahren. Und nach der OMSI-Tour wird erstmal der Blitzer-Counter auf 0 gesetzt. Das heißt, in der Zeit wird dann die Spende rüber übertragen zur OMSI-Webdisk und zu SimRef Radio. Und dann im Train Simulator-Teil, wenn wir die letzte Aufgabe gefahren sind, wird dann live natürlich die Anzahl der Zwangsen geteilt. Dann wird auch live ins Rail-Sim-Forum gespendet und ebenfalls live ins railsimulator.net-Forum gespendet. Das Ganze zeige ich natürlich wirklich live, damit auch alle sehen könnt, dass ich es mache. Dann wird auch, glaube ich, auch sogar angezeigt im Forum, wer alles gespendet hat. Und wie gesagt, das noch zur Info. Also wie gesagt, am 1.1. am Abend, Uhrzeit kann ich noch nicht ganz genau sagen, gibt es das Neujahrsstream. Es wird nicht so lange gehen wie das Weihnachtsstream, das kann ich euch jetzt schon sagen. Es wird ein bisschen OMSI gefahren und danach wird Train Simulator gefahren und dann werden die Counter zurückgesetzt. Nach dem Neujahrsstream gibt es erstmal eine kleine Pause von einer Woche ungefähr. Das heißt, der nächste Stream wäre am 8. Januar. Das wäre die Leitstellenfahrt bei ÖPNV-Simulation. Und nach dem 8. Januar gibt es dann auch wieder Videos. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Mich würde wirklich sehr interessieren, wie viele Leute hier jetzt hier wirklich eine Stunde und 17 Minuten hier zugeschaut haben. Also das Video ging wirklich sehr lange und ihr kennt mich, ich bin eine quasi Strippe. Und das sind auf jeden Fall ja die ganzen Sachen, die ich hier einfach abklären wollte über das Jahr 2020 und natürlich die Zukunft des neuen Kanals beziehungsweise die Zukunft im Jahr 2021 in Sachen Regeln, Neuerungen und VIP-Stufe 4 Veränderungen in Sachen Gewinn. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, bedanke mich bei allen für die Treue, für die Unterstützung im Jahr 2020. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und vielen Dank an euch allen da draußen, die mich in dieses Jahr zum Lachen gebracht haben, wo ich Top-Unterhaltung bekommen habe. Allgemein ein großes Dankeschön an alle. Falls ihr noch nicht auf meinem Discord-Server seid, In der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zum Server, der ist dauerhaft an. Das heißt, wenn ihr ihn betreten tut, dann ist er auch gültig. Ihr müsst halt nur die Regeln akzeptieren und ja. In diesem Sinne verabschiede ich mich zum allerletzten Mal aus dem Jahr 2020. Wir sagen, ciao 2020, du kannst uns mal gewaltig. Ich hoffe, 2021 wird sympathischer und ich hoffe, ich werde ein bisschen besser im Train Simulator. Bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Und falls ihr das Video bereits guckt im Jahr 2021, wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr. Bleibt gesund und wir hören uns.
diesem Sinne, macht's gut. Euer Train on CTV. Tschüss.